Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Kingdoms Come Deliverance. Und ja, wir haben den Auftrag nach Tarnbeck zu reisen, das machen wir jetzt auch mal. Denn wir müssen dort den Herrn Devish fragen, ob der uns nicht helfen kann gegen die bösen, bösen Leute hier. Wo ist denn jetzt hier? Da ist das Kreuz. Alter, das Kreuz ist doch mini klein da, ne? Hätten wir größer machen können. So, wir machen Schnellreise. Wirklich schnell ist es nicht, aber in der Zeit, wo wir die Schnellreise machen, gucken wir mal. Wir müssen auf jeden Fall den Herrn Devish sprechen, denn der muss uns vorbereiten darauf, dass wir mehrere Leute brauchen für den Angriff auf die auf diese Räuberbande, die drinne in dieser, ja, in dieser kaputten Stadt im Wald haust. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal. Sollte klappen. Wir haben ja eigentlich ganz gut ausgeforscht. Das heißt, wir werden mal gucken, was es dabei, was dabei so rumkommt. Bin mal gespannt, ob wir selber auch in so eine geile Schlacht ziehen. Ich weiß es gar nicht. Ich kann es mir gut vorstellen. Schauen wir mal. So, wollen wir mal da reinrennen. Hallöchen. Wir haben Hunger, okay. Wir müssen gleich wieder was essen hier. Wo ist denn hier ein Bett? Hier ist ein Nachtlager drin. Wollen wir uns mal irgendwo hinlegen kurz? Macht vielleicht Sinn, ne? Wir sind ja nicht ganz so ausgeruht, wie man denkt. Ich will jetzt einfach sagen, wir fläzen uns mal kurz hier hin. Nein, die wollten sich hinsetzen. Aufstehen. Aufstehen? Noch mal kurz. So. Wir speichern mal und machen das einfach mal. Du kannst nicht länger schlafen. Ich kann nur 3 Stunden schlafen. Dann mache ich das. Ah, wahrscheinlich wegen dem Angriff oder weil ich schon so lange gepennt habe mal zwischendurch. Eigentlich ja nicht. Na gut. Wenn die das wollen, dann wollen die das so. Okay. Die letzte Stunde, ne? Reißt einen auch nicht vom Hocker hier. Oh. Kurz einen Schluck Wasser, warte mal. Guck mal. Hier wurde sogar gespeichert. Perfekt. So, wir haben aber Hunger. Aber jetzt suchen wir uns erstmal den Herrn Dingbums aus da. Wie kriegen wir das in der Küche hier? Schauen wir mal nach. Ah, muss aber schon was geben. Hm, nee, wollen wir mit dir reden? Nicht stehlen. Aus dem Topf essen? Na, guck mal, passt doch auch. Lassen wir mal durch. Wir suchen jetzt den Herrn Devish. Ich will wahrscheinlich den Herrn Robert schicken. Hier gibt's keiner. Hier oben irgendwo. Okay. Das war die blöde Mark. Da. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Herr Ratzig, bitte um Verstärkung. Herr Ratzig schickt mich mit einer wichtigen Nachricht. Er bittet um Verstärkung. Er braucht mehr Männer? Was ist passiert? Die Banditen und Kumanen haben in Pribislawitz ein Lager errichtet und führen etwas im Schilde. Herr Ratzig will sie angreifen, hat aber nicht genug Männer. Immer mit der Ruhe. Erzähl mir alles von Anfang an. Ich konnte das Lager der Banditen ausfindig machen, die Neuhof überfielen. Es ist kein gewöhnlicher Haufen von Schurken, sondern eine kleine Armee in einer befestigten Anlage. Ich weiß nicht, was sie im Schilde führen, aber sie bereiten sich auf irgendetwas vor. Herr Ratzig will sie vernichten, bevor sie zuschlagen. Es ist also schlimmer, als ich dachte. Herr Ratzig hat recht. Wir sollten handeln, ehe es zu spät ist. Meine Männer bekommt er. Herr Ratzig meinte, du müsstest all deine Männer aufbieten. Bis auf ein paar für die Burg. Was? Alle? Es sind wirklich viele, Herr Devish. Herr Ratzig lässt das Lager auch nahezu unbewacht zurück. Wir sollen in Pribislawitz zu ihm stoßen und gemeinsam angreifen. Also gut. Herr Ratzig weiß, was er tut.
Ich lasse die Männer antreten und unterstelle sie Hauptmann Robert. Das ist eine gute Idee. Meine Männer hinführen? Klar. Ja, aber soll ich mich noch kurz vorbereiten? Ich muss mich erst bereit machen. Also gut. Aber lass uns nicht warten. Vermutlich rechnen sie nicht mit uns, aber wir müssen diesen Vorteil nutzen, solange es geht. Okay. Alles Gute. So, warte mal, wir müssen mal kurz gucken. Ich glaube, wir müssen gucken, müssen ein bisschen. So richtig gut vorbereitet sind wir das eigentlich? Kann ich hier irgendwas kaufen draußen noch bei irgendjemandem? Ich guck mal. Das kann gut sein, dass wir da, dass es eine härtere Schlacht ist und da brauchen wir ja ein paar Sachen für. Gibt's hier einen Schmied oder? Hier sollen wir nicht hin. Wir gehen mal runter ins Dorf kurz, glaube ich. Da können wir ja vielleicht ein paar Sachen bekommen. Beziehungsweise, ja, weiß ich nicht. Vielleicht können die uns da so ein bisschen mehr ausrüsten nochmal. Würde ja Sinn machen. Oder auch nicht. Sau rum. Sehe ich irgendwie so einen Schmied oder irgendwas? Anscheinend nicht. Na gut. Schade schon. Kampfplatz. Ach, wisst ihr was? Wir gehen aber hoch. Dann muss es halt so sein, dass wir vielleicht hops gehen, drauf gehen. Also was ist groß vorbereiten? Ich weiß ja nicht mal, kämpfen wir hier eh schlecht. Das heißt, wir müssen uns eh irgendwie versuchen, mehr im Hintergrund zu halten wahrscheinlich. Ach, wird schon irgendwie klappen. Wir rennen erstmal zu den Herrn Debisch. Und der wird uns da schon irgendwie durchlotsen. Glaube ich. Hoffe ich. Wenn nicht, dann nicht. So. Ist jetzt nicht irgendwie hier, dass man hier noch was kaufen könnte. Oh, hier, er ist doch so ein kleiner Händler. Vielleicht können wir ihm noch was kriegen. Reden wir mit Vutaya. Glück und Gesundheit. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Ja, hab ich. Vielleicht kann ich auch irgendwas verkaufen noch, was ich nicht mehr brauche. Pass mal auf. Und die Silberringe verkaufen wir auch mal. Was machen wir damit? Wie viele, was war denn das? Welche bekommen sollen? Ja, das ist natürlich. Ich glaube, dann machen wir dies hier weg. Ach, der hat allgemein nicht so viel. Okay, also dann kaufen wir erstmal was bei ihm. Und zwar. Oh, richtig viel kann man nicht bei ihm kaufen. Ich schaue es gar nicht mehr mit. Und nochmal Dietrich. So.
Brauche nicht falschen, abschließende Handlung. Okay. Gut. Aber dann gehen wir jetzt mal rein und ja, hoffen, dass der Devi schon da ist und dann machen wir uns auf den Weg dahin. Bin mal gespannt. Wir werden ihn natürlich auch finden. Die Tante. Wo mag er denn jetzt sein? Aktivitätenmarken? Hä, muss doch jetzt hier irgendwo sein. Oder kann ich die Quest einfach so an... Ja, starten. Warte mal. Sprich mit dem Divisch, wenn du bereit für die Schlacht bist. Ja, super. Dann müssen sie den auch anzeigen hier, den Spast. Divisch blöd. Dass der hier draußen irgendwo rumrennt. Trotzdem ist das blöd. Genießt du der Mahlzeit? Nein. Mit I kann man doch auch handeln, ne? Okay. Ey, wo ist er denn jetzt? Der kann doch, der wird doch nicht irgendwo draußen rumlaufen, oder? Ist das so ein... Doch hier oben irgendwo? Wo ist dein Mann? Mann, Frau, sag es. Alter. So, wir sind bereit, Herr Divisch. Ich bin bereit. Gut. Möge dir Gott im Kampfe beistehen. Alles Gute. So, dann müssen wir wieder zurückreiten wahrscheinlich. Ein kleiner Weg, aber dann ist das halt so. Vielleicht fängt die Quest auch direkt an, das wären die noch... Okay. Ich bin froh, dich zu sehen, Hauptmann Robart. Ich hoffe, Heinrich hat dir alles erklärt. Hat er, aber ich kann es kaum glauben. Wer könnte solch ein kampfstarkes Heer aufstellen? Und das direkt vor unserer Nase? Das gilt es herauszufinden. Aber wir erfahren es wohl erst nach der Schlacht. Wer weiß, wozu sie in ein, zwei Wochen imstande sind, wenn wir sie jetzt nicht vernichten. Ganz deiner Meinung, mein Herr. Wie gehen wir vor? So, Junge, wir haben das Lager fast erreicht. Jetzt müssen wir behutsam vorrücken. Sag mir, wie es rund um das Lager aussieht, damit ich entscheiden kann, von welcher Seite wir angreifen. Herr, das ist eine große Verantwortung. Ich denke nicht, dass ich... Ich habe dir eine Frage gestellt, Junge. Du warst dort und hast alles gesehen, also rede. Es gibt drei Wege ins Lager. Den direkten Weg, dann einen langen Pfad, der durch die Wälder und über ein altes Wehr führt... Und einen über eine schmale Brücke, über einen tiefen Graben. Warum musst du mal regnen? Sprechen wir zuerst über den direkten Weg. Klingt nach der einfachsten Herangehensweise. Wie sieht es dort aus? Dieser Weg führt rund um ihre Palisade. Sie ist befestigt und wird bewacht. Wir kämen höchstwahrscheinlich in ein Pfeilhagel. Gut, dass du hier bist, Heinrich. Wir müssen wohl einen anderen Weg nehmen. Was ist mit dem Zugang durch den Wald und über das Wehr? Dieser Umweg durch unwegsames Gelände gefällt mir nicht, aber wenn es die bessere Variante ist. Es ist ein langer Weg durch die Wälder. Dort sind Patrouillen. Sie würden Alarm schlagen, bevor wir das Lager erreichen. Dachte ich mir. Was ist mit dem Zugang über die Brücke? Etwas eng für meinen Geschmack. Die Brücke ist schmal, aber würden wir sie überwinden, wäre das der beste Ort für einen Kampf. Wir müssten bloß an ein paar Bogenschützen vorbei. Bester Ort für einen Kampf. Die Brücke und die Bogenschützen? Das ist keine leichte Entscheidung. Jeder Weg hat Vor- und Nachteile. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet. Und du wirst entsprechend belohnt werden. Es klingt, als sei die Brücke der beste Weg. Wenn wir schnell sind, haben wir den Vorteil auf unserer Seite. Mit Gottes Hilfe werden wir siegreich sein. Okay.
Bin mal gespannt. Quest begonnen, Feuertag. Spiegelspeicher. Wir greifen von Süden aus über die Brücke an. Männer, macht euch bereit. Vorwärts. Kämpfe dich in das Lager. Na los, vorwärts, Marsch! Gewinn das Turnier, wenn du kannst. Achso, okay. Das kann es ja egal sein. Zur Brücke, rasch! Los, auf die andere Seite, so viele wie möglich! Auf, halt, die Stadt! Oh. Wollen wir nicht die Ersten sein, würde ich sagen. Kommt noch ein paar. Bleibt stehen! Haltet stand! Verteidigt euch! Ah, guck mal. Wird besser, wenn wir die ein bisschen vorgehen lassen. Einen Schritt weiter! Angriff! Ah, wer hat mich da getroffen? So ein Heilpack auch noch. Reißt euch auf! Ah, sehr gut. Sehr gut gedrückt vor dem Kampf. Nicht nah! Bleibt in Formation! Im Bogenschützen. Vorwärts, marsch! Hä? Sind die da hingelaufen? Okay. Auf sie! Alter, du Penner! Okay, ein bisschen Energie verloren. War nicht so viel Leben, das geht noch. Und jetzt? Achso, wir schieben den Karren. Okay. Ich glaube, ich habe noch Retterschnaps. Ich kann zwischendurch mal speichern, glaube ich. Wenn die ganze Scheiße nicht normal machen. Ich weiß ja nicht, wann er wieder das nächste Mal speichert. Mal gucken. Vielleicht jetzt? Das wäre natürlich praktisch. Mal gucken. Es lädt er erstmal Ewigkeiten. So viel zur SSD-Festplatte der Xbox Series X. Nein, ich meine, das Spiel ist ja nicht darauf ausgelegt, ne? Bahn den Weg gespeichert. Also, geil. Gut, Männer, der Weg ist frei. Ah, da oben sind Bogenschützen. Alter, geh mal lieber an die Seite hier. Töte den Anführer der Kuman. Oh, da sind noch viele Bogenschützen. Weg. Guck mal her. Sehr gut. Ich sehe hier nichts mehr. Ach da. Verdammt. Kann ich auch plündern hier, Leute? Bringt mir das irgendwas? Vorteile? Kumanische Armschienen. Oh, Langstreckenpfeil, das ist natürlich gut. Verbände. Perfekt. Nein, das war dumm, das mitzunehmen. Na gut. Warte mal kurz.
Kann auch fallen lassen hier. Was haben wir noch für Waffen? Achso, wir müssen wieder mal unsere die Pfeile aus reinpacken. Pack. Da sind wir, sollten uns um die Dinger kümmern hier. Da oben sind noch die Bogenschützen irgendwo, ne? Da kümmern wir dich um die Bogenschützen, okay. Oh Mist, ich hab nicht getroffen. Alter, aber die sehen mich gar nicht, kann das sein? Aber die treffe ich nichts. Da. Oh, die Drecksau. Geh weg hier. Ich kann mich nicht bewegen. Doch mal weg da. Oh, das ist doch blöd. Oh nee, komm. Oh komm. Das ist nicht euer Ernst. Wurde jetzt voll wieder gemacht. Ich hab mein ganzes Leben verloren. Macht überhaupt keinen Sinn. Warte mal, das kriegen wir doch besser hin, oder? Können wir das nicht immer noch mal laden? Das laden wir nochmal. Ist mir zu blöd. Ich möchte jetzt nicht direkt da vorne so viel Leben verlieren an diesem blöden Spinner da. Hier, wie heißt der? An dem blöden Bogenschützen. Haben wir den Kampf ganz gut überstanden? Komm. Versuchen wir nochmal. Also gut, Männer, warten wir nochmal kurz. Auf Sie! Wieder zurückhaltend im Kampf sein. Aber er verhaut mich denn da schon? Feiglinge. Oh, ich bin ja der Feigling, ne? Was ist denn hier für Waffen? Geilere Waffen für mich. Keiner, ne? Achso, wir müssen den Bogen mal reinbauen. Warte mal. Ja, gucken wir mal, was wir. Und nun nehmt das Hauptlager ein. Macht euch bereit. Das wird das härteste Gefecht. Okay. Wir suchen da nochmal oben anzugreifen. Von hier aus. Mit unseren Pfeilen. Oh, das war knapp. Knapp am Kopf vorbei. Das gibt's doch gar nicht. Da! Genau ins Auge. Aber wieso treffe ich ihn nicht? Stich doch zu! Oh.
Hau ihn doch mal um jetzt. Gibt's doch gar nicht. Wieso kann ich ihn ja nicht... Ein Bürgerschwert. Ja. Wir haben eh eine andere Waffe jetzt, ne? Was hab ich jetzt für eine Waffe hier? Kumanische Axt. Der haut 32 zu. Obwohl. Wer ist er hier? Oh, nee, komm. Ich komme ja nicht weg, ey. Ich hänge hier irgendwie fest. In diesem scheiß Ding hier. Oh, das gibt's doch gar nicht. Was ist das für ein Scheiß hier, ey? Ganz ehrlich. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Macht nichts, können wir normal laden. Ich hänge ja da fest. Wie bescheuert ist denn das? Also gut, Männer, der Weg ist frei. Auf Sie! Halt! Bleib mal durch und die Bogenschützen! Rasch! Auf Sie! In Formation! Ich kann es nicht nutzen. Okay, warte mal. Nimm doch wieder was her. Was denn? Der andere hat dich doch angegriffen. Ah, cool, die schießen auch ein paar. Na, hebt doch nicht mal alles auf, so bescheuert. Langsam. Wo ist denn jetzt der Chef hier? Guck mal, warte mal, ganz kurz. Kann ich hiervon irgendwas benutzen? Jagdschwert? Ritterjagdschwert kann ich nicht benutzen. Das kann ich benutzen.
trefft zwar nicht gut, aber... Ich meine, ich bin nämlich zu schwer beladen hier, pass mal auf. Das schmeißen wir mal weg. Gibt doch gar nicht, nichts treffe, ey. Ist halt kein Hase, ne? Musst du doch irgendjemand treffen, ein bisschen. Ey, ganz ehrlich, was ziele ich denn da? Da. Ach Mann, wieso trifft er mich denn immer? Das nervt. Oh, das ist ätzend, ey. Hier außen rumrennen. Ich glaube, da hinten komme ich gar nicht längs. Da kriegen wir noch einen Bogenschütze da oben, aber vielleicht können wir das ja von der anderen Seite irgendwie. Weiß ich nicht. Natürlich die Bogenschütze abgeschlossen, okay. Okay, hier klappen die wieder alle ab hier ein. Oh, warte mal. Was ist denn da los? Haltet die Stellung! Bleibt standhaft! Ja, warte mal. Es gibt's nicht, dass man keinen einzigen trifft. Ich bin so ein schlechter Bogenschütze. Ja, guck mal, wie ich die ganze Zeit daneben schieße. Da. Was zur Hölle? Verteidigt diesen verdammten Hügel! Bleibt sofort still! Haltet Stand! Verteidigt euch! Warum hebst du den Körper denn auf? Boah, sammel das mal auf, so was ich irgendwas davon benutzen kann. Lass mir mal fallen. Na, das kann ich natürlich nicht benutzen. Ach, schade. Ja, dann. Ich glaube, so ein Ritterschwert, ne? Entschuldigung. Eben. Gut. Alter, das ist scheiß Bogenschütze da. Mann. Das ist euer Ernst? Oh, was soll das denn, ey? Ganz im Ernst. Ich war so gut hoher, ne? Und dann schießt der Typ mir da. Das gibt's doch gar nicht. Zurück!
ist doch der Typ, der uns das Schwert geklaut hat. Showdown im Glockenturm oder was? Ich werde dich zerstückeln, Bastard. Hast du schon mal versucht? Ich bin noch hier. Was? Wer zur Hölle bist du? Hast du mich vergessen? Ich dich nämlich nicht. Wo ist mein Scheißschwert? Was zum Teufel faselst du da? Welches Schwert? Warte mal. Du bist doch... Leck mich am Arsch. Und ich dachte, die Krähen hätten dich zerpflückt. Du zäher kleiner Mistkerl. Was hast du mit dem Schwert gemacht? Wenn ich an unsere letzte Begegnung denke, war es ein großer Fehler, von dir herzukommen. Das Schwert! Aber vielleicht hast du ja etwas geübt. Ich hoffe es für dich. Letztes Mal war viel zu leicht. Okay. Ich kann nicht kämpfen, das ist das Problem. Töte den Anführer der Banditen im Kirchturm. Spiel gespeichert. Ja, super. Schon wieder überladen, ey. Das ist doch... Oh, du, weil ich diese Kacke aufgesammelt habe wieder. Oh, das ist beschissen, ey. Macht mich voll wütend. Ich kann nichts machen hier, weil ich, worauf ich Bock habe. Ich dachte, ich könnte mit dem Pfeil durch den Kopf schießen oder so. Geht das schneller? Warte mal. Hier, das kannst du fallen lassen, die Scheiße. Spitzpfeil. Hier nochmal Spitzpfeil. Nein! Warum macht er das nicht, wie ich das will? So. Was machst du denn, du blöder Affe? Lauf doch weg vor dem. Du sollst deinen scheiß Bogen rausholen. Oh, wo ist denn das Problem von dem? Echt, ganz ehrlich, das ist so träge, das Spiel. Ist das träge, ey. Oh. Das Problem ist, ich kann den nicht bekämpfen mit dem Schwert. Ich bin zu schlecht im Kampf. Warte mal. Jetzt muss das hier weg. Und dann machen wir hier Spitzpfeil rein. Nee, Mann, was macht er denn jedes Mal? Oh, es ist so blöd. Hol doch den Kackbogen mal raus. Oh, das ist doch blöd. Was ist denn das? Oh, ist das nervig, ey. Doch mal, du Heini. Oh, ne. Ey, ganz ehrlich, der war aber auch schon ganz schön angenagelt, glaube ich.
Ich muss um ihn rumkommen und ein paar Mal, dann könnte ich ihn, glaube ich, mit dem Pfeilhagel da bombardieren, aber wenn ich ihn gar nicht treffe, macht das natürlich keinen Sinn, ne? Warte mal. Nein. What? Ich habe ihn getroffen. Töte den Anführer der Banditen im Kirchturm. Mit A. Ein Wahnsinnsschuss. Aber geil, dass der Schwertkampf kommt. Ich habe nur einen Pfeil geschossen. Naja. Wie cool ist Heinrich denn bitte? Es ist noch nicht vorbei, du Mistkerl. Wo ist mein Schwert? Was hast du damit gemacht? Rede, du Bastard! Wir sehen uns. Nicht schlecht für den Bauern. Ich glaube, du vergeudest hier deine Kraft, Junge. Du hast das alleine geschafft? Sehr gut. Toll gemacht. Du überraschst mich. Er war ein Berg von einem Mann. Er war es, der Neuhof überfiel. Und dein Schwert geraubt hat, Herr. Das dachte ich mir schon. Was hat er dir gesagt? Wenn er noch leben würde, hätte der Henker ihm vielleicht mehr entlocken können. Was soll's. Das kann im Eifer des Gefechts passieren. Wie dem auch sei, wir haben eine Truhe voller Münzen entdeckt. Jemand hat dieses Gesindel wirklich gut bezahlt. Es waren noch ein paar von Sigismunds Barbaren unter ihnen. Ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Wer auch immer das angezettelt hat, muss hohen Ranges sein und wird sich nicht so leicht geschlagen geben. Dieser Wurm war nur ein Bauer. Ich fürchte, du hast recht, Herr. Nun, Junge, das war wohl nicht unsere letzte Schlacht. Das ist nur die Anspannung. Lass es ruhig raus. Nun, lass alles hinter dir. Ein guter Christ sollte sich mit solchen Gräueln nicht belasten. Ich weiß nicht, Herr. Ich möchte das nicht vergessen. Es ist an der Zeit, dass diese Kerle für das büßen, was sie uns angetan haben. Du hast recht, Junge. Doch zuerst müssen wir uns ausruhen. Wir treffen uns später in der oberen Burg von Rathai und entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Und zugegeben, du hast dich heute gut geschlagen. Sehr gut. Den haben wir auf jeden Fall, das hat uns auf jeden Fall nicht kalt gelassen. Auch ein harter, zäher Kampf. Verfluchen kann ich es immer. Oh, was ist das? Dafür wirst du mir büßen. Es ist Zeit für unseren nächsten Schritt. Überbringe die Kunde. Ja, wer ist der Böse? Diabolischer Zeitgenosse. Eine eigene Kammer auf Burg Pirkstein erhalten. Wow, ich habe sogar ein Bett. Gut.
Also was? Nee, wir schlafen. Und speichern. So. Länger machen wir nicht. Schlafen wir das. Und ja, ich glaube, dann soll es auch das gewesen sein für heute. Denn wir haben ja recht viel geschafft. Und ja, verfluchen könnte ich immer noch den Kampf, weil er wirklich kacke war. Und ich auch, glaube ich, viele dumme Wörter gesagt habe. Aber immerhin haben wir es geschafft. Also von daher, gut. Eventuell schneide ich die dummen Wörter auch raus, sodass ihr die gar nicht mitbekommen habt. Wer weiß. Schauen wir mal. Aber ich habe auf jeden Fall oft diesen Berg von einem Riesen da bekämpft. Also falls ihr das gleich, wenn ihr es gesehen habt, nur 2-3 Mal gesehen habt, das waren gleich 15, 16, 17, 18 Mal, wo ich da gewonnen habe. Gut. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.